So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Hunters Corp. So, wir sind momentan keine guten Ghost Hunter, denn die Geister, die machen uns hier gerade echt fertig. Ich glaube, wir nehmen das mal wieder. Was haben wir jetzt genommen? Das verlassene Haus. Genau, das kennen wir schon aus der vorletzten Folge. Und, ja, wir hatten in der letzten Folge den Geist ganz schön kaputt gequatscht, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, fand uns sehr unterhaltsam und hat gedacht, hey, wenn ich den jetzt nicht zu uns hol, dann ist die echte Kacke am Dampfen. Und so war es dann auch. Ja, er hat uns getötet. Ja, warum spiele ich dieses Spiel? Mein grafisch ist ja kein Augenschmerz, es ist wirklich grafisch gesehen. Ich könnte das, glaube ich, mit den letzten PC spielen. Mit C64 oder sowas in der Richtung. Aber es macht total Spaß, weil dieses Gruseln ist ja total da, ne? Also, ehrlich, ich habe echt Angst, ne? Okay. Immer diese üblichen Sachen. Ich habe mir das eben gerade in der letzten Folge am Ende alles durchgelesen. Und wisst ihr was? Ich habe alles wieder vergessen. Temperaturschwankungen. Das soll so. Erstmal nehmen wir die Taschenlampe mit. So, Bobs, die machen wir schon mal an. So. Haben wir denn diesen Temperaturfühlermesser bei uns dabei? Warte mal. Das ist doch so ein Schnuffel. Den haben wir natürlich nicht, ne? Warum juckt mir die scheiß Nase so? Wahrscheinlich kann ich mir ein extra Special Zubehör-Ding kaufen. Lampe. Geisteranalyse. Okkultschnüffler. Thermometer. Das hätte ich gerne gehabt. Hier ist die Bibel. Hier könnte ich den Geist was reinschreiben lassen. Sollen wir ihn erst ermitteln? Dann kommen wir ermitteln ihn mit denen und nehmen uns das Kreuz dabei mit. Das ist uns beim letzten Jahr verloren gegangen. Das ist ja aus unerklärlichen Glünden durch den Flur gedroppt, also durch den Flur abgelost. So, Fakt ist eins. Wir werden den Geist hier eben abermals totquatschen. Wenn er uns denn die Möglichkeit dazu gibt. Hier ist eine... Was war denn das? Ich fasse das Ding an und es gibt hier voll das gruselige Ding. Das nehme ich jetzt mit. Was war das? Oh, ich habe jetzt schon über Gänsehaut, ne? Es ist... Oh. Ich weiß nicht, wer kann sowas spielen, ohne da Schiss vorzukriegen? Das meine ich ja. Das Spiel ist grafisch gesehen grausam. Aber es ist trotzdem scheiße gruselig, Alter. Und wir haben ja schon gleich Kontakt gehabt. Wir hatten ja, nachdem wir die Sanduhr jetzt angefasst haben, hat der Geist gezeigt, dass das wohl nicht offensichtlich... Oh Gott! Also, Geist gerade an der Decke gesehen. Ich stelle die Kamera auf. Upsi, pupsi. Ich vergesse ja auch immer. Deshalb, gemessen haben wir den schon tatsächlich. Ich habe bloß überhaupt nicht drauf geachtet, auf was. Aber offensichtlich haben wir den schon über 10 gemessen. Wir haben den gesehen tatsächlich. Okay. Und wir haben ihn gesehen. In diesem Raum.
Sollen wir hier machen? Bist du doof? Wieder aufsammeln, bitte. Mist, ne? Mist, ich habe keine Idee, wie ich das... Oh Gott. Oh Gott! Dieses hässliche Mädchen, verpiss dich! Hör auf jetzt damit! Es reicht jetzt, Mann! Ja. Filmen Sie Geister in der Nähe der Kamera? Willst du mich verarschen? Habe ich den echt gefilmt? Wie habe ich das getan ab? So, ich droppe mal hier die Kamera hin. Mach die mal direkt auf Nachtsichtgerät. Blöde Geisterkuh. Okay. Temperatur mit den... Quatschen wir jetzt? Nee, warte mal. Mit dem, den Vogel auch noch mit. Das Scheiße können wir gerade nicht, wa? Will Kreuz ziemlich cool irgendwie. Ja, lass doch die Tür auf. Genau. Wow, direkt Messung. Hier im Vordereingang. Er treibt sich direkt hier vorne rum. Das ist ein Türengeist. Aber es sind total die schwachen Signale, ne? Wow. Hört sich an, als würde bei Daisy jemand Holz hacken. Ja. Und tschüss, ne? Alter! Oh Gott! Ja, ja. Schlag du noch mal aus. Das ist das Mädchen, das dahin verfolgt. Ich schalte das nicht mehr aus, Alter. Das ist so gruselig. Jetzt quatschen wir Geist tot. Haben wir denn irgendwas jetzt, was machen können? Jetzt Hinweise. Elektromagnetisches Feld. Ja, das war maximal gar keine... Geisteranalyse. Was sagt mir denn das? Womit fasst du mich denn die Geisteranalyse auf?
Temperatur kann ich dir auch nicht sagen, weil wir kein Temperatur-Dings haben und Symbole, Bilder haben wir auch nicht gesehen. Wir können jetzt echt noch nach Geräuschen gehen. Das dauert echt total lange bei mir. Ich komme hier nicht zum Potte. Was ist denn hier mit der Tafel? Kann der uns nicht irgendwie mal so ein Hinweis gegeben werden? Das sind Sachen, die wir gemacht haben. Aber wir haben noch gar nicht wirklich was erreicht. Den Thermometer würde ich gerne mal mitnehmen. Den haben wir hier aber irgendwie nicht. Die Geisterkanone, ja. Würfelzucker haben wir auch am Start. Das ist diese Kamera, diese... Komm, wir nehmen mal das Buch dabei mit. Können wir das nicht mitnehmen? Da müssen wir das Kreuz liegen lassen, ne? Das Kreuz lasse ich im Haus liegen, das ist eine gute Idee. Warum soll ich das nie liegen lassen? Das Geist macht doch überall fleißig die Lichter an. Kommt es am Kreuz vorbei? Wir sind wieder so ein Idiot und rennen da rein, ne? Oh Gott. Es hat die Haustür zugemacht. Die Schlampe! Und das Kreuz bringt dir denn da gar nichts bei? Es hat die Haustür zugemacht. Und du hängst nachher so ganz lange und greifst mit der Tür nachher rum, ne? Oh, fick doch die Henne, Alter. Wir werden hier nie einen Geist exorzieren. Die Geister exorzieren gerade uns alle, Alter. Himmelarsch und Zwirn. Ja, die Tür. Das Problem ist, das Greifen nach der Tür. Ja, und dann macht das Viech die Tür zu. Ein Okkultschnüffler. Ach ja. Ja, gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. War eine sehr kurze Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss.